Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2 in der letzten Halloween-Woche. Ich hoffe, Halloween hat euch soweit gefallen. Ihr konntet gut Gold farmen, diverse Erfolge abschließen. Und ja, wir sind in der Domäne Wabi. Das ist Kartengebiet Nummer 4. Letzte Folge haben wir ein bisschen, den einheimischen Bösewichten eine Unterstützung geboten und haben uns für unsere Armee weiter Verstärkung geholt. Und jetzt müssen wir die Bestie des Krieges, haltet Balthasars Feldzug zur Vernichtung Kalkatorix auf, reist zum Bazar von Kodash und wartet auf Balthasars Ankunft. Ich bin mal mega gespannt, was da auf uns zukommt. Wir werden jetzt hier mit der Kriegsklaue mal durchflitzen. Ich glaube, wir haben hier Treibsand. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wir müssen ja in die Richtung weiter. Da haben wir schon unser Sternchen um die Ecke. Irgendwo da oben. So, ich bin sehr gespannt. Ich schmeiß mir mal Food ein, dass ich so ungefähr weiß, wie lang die Folge geht. Und ich freue mich drauf, ich hoffe du auch. Okay, ich bin mega gespannt. Das ist also Jokos Elite. Was für eine erbärmliche Truppe. Wie auch immer, wir werden Seite an Seite mit ihnen auf dem Schlachtfeld kämpfen, also zeigt ein bisschen Respekt. Oh, Kommandeur, die Truppen der Erweckten sind hier. Balthasar wurde aber noch nicht gesehen. Ich wollte es gerade sagen. Was bedeutet, dass wir noch nicht zu spät sind? Ich sollte mich bei den mit uns verbündeten Erwachten melden, bevor Balthasar auftaucht. Cass? Wird gemacht. Hoffen wir einmal, dass das letzte Mal ist. Kommandeur. Hoffen was? Wartet. Ja. Wir quatschen kurz mit denen noch. Mit einer geborgenen Armee aus Leichnamen gegen den Gott des Krieges zu Felde ziehen? Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass ihr das vorhattet, als ich im Casino auf euch gesetzt habe. Aber ich habe gerne mit euch zusammengearbeitet, Kommandeur. Und es hat seinen eigenen Wert, persönliche Schulden zu begleichen. Ihr schuldet mir überhaupt nichts. Wenn ich mich recht entsinne, habt ihr euch freiwillig gemeldet, mir hier zur Seite zu stehen. Deswegen würde ich eher sagen, dass ich bei euch in der Schuld stehe. Das meinte ich ja. Einen Titel auf jemanden wie euch zu besitzen, ist viel mehr wert als Gold. Okay, wir haben auch zwei Erfolge. Temposchwellen. Schafft es durch den Treibsand, ohne an einen gebrandmarkten Kristall zu stoßen. Okay, das wird schon ein bisschen striggy. Vernichtet vor der Kriegsbestie alle geschmiedeten Pylone im Kapitel Bestie des Krieges, ohne dabei zu sterben. Okay. Wir quatschen noch mit Cass. Wenn ihr diese Runde lieber aussetzen möchtet, verstehen wir das alle gut. Balthasar hat euch getötet, meinen Kommandeur. Er tötete Vlast und entführte Orin. Allein um der Rache willen würde er meine Heimat zerstören. Einigen Göttern sollte man definitiv ihre Unsterblichkeit entziehen. Okay, Cass ist auch mit uns an der Seite. Mal gucken, ich was Ridlock macht. Ich bin wegen Sootin in diesen Schlamassel geraten, aber ihr könnt uns da wieder herausholen. Wenn ich zurückdenke, weiß ich jetzt, was Komir damit gemeint hat. Macht das Unrecht wieder gut. Die Mittel sind in Reichweite. Ja. Ihr solltet sie haben. Nein, Sootin gehört euch. Weiter so aufzuhalten ist das Einzige, was zählt. Wenn er sieht, dass ihr nicht tot seid, wird sich sein ganzer Zorn gegen euch richten und niemanden sonst. Wird nicht erwarten, dass es in eurem Besitz ist. Und deswegen ist es unsere größte Hoffnung. Ich fühle mich geehrt, Tribun. Ich werde es heil zurückbringen. Ja, das werdet ihr. Kommandeur, ich erwähne okay. Es nur ungern, aber ja? Nach Angaben des Ordens gibt es neben dem Haupttor noch drei weitere Eingänge zum Bazar. Jokos Marschälle haben an jeder Position Soldaten abgestellt. Sie selbst jedoch bleiben hier. Falls Balthasar an einem der anderen Tore auftaucht, haben die Erweckten ohne Anführer keine Chance gegen ihn. In 3 von 4 Fällen kann Balthasar einfach in die Stadt einmarschieren. Das ist ein ziemlich großes Risiko. Das sehe ich genauso. Ihr drei solltet an den einzelnen Toren die Armeen koordinieren.
Ich werde hierbleiben, da die Marschälle mich bereits als Anführer akzeptiert haben. Bestens. Viel Glück, Kommandeur. Ich wünsche uns allen viel Glück. Es tut mir leid, ich hoffe, man hört es nicht zu extrem, aber hier sind total Renovierungsarbeiten im Nachbarshaus. Und deshalb ist hier zwischendurch Geklopfe, Gehämmere. Es tut mir leid, ich hoffe, es wird nicht zu laut zwischendurch. Okay, also unsere Freunde sind jetzt weg von uns gegangen. Wir haben zwei Erfolge, die wir versuchen natürlich zu machen, aber wie gesagt, ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. Und wir haben von Gridlock die Waffe gekriegt. Ich kann es gut verstehen, ich denke, wir werden Balthasar einen riesen Überraschungsmoment verpassen, wenn wir da auftauchen. Aber mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Hallöchen. Archon, die Erweckten haben sich versammelt und warten auf eure Befehle. Truppmarschall, konzentriert euch mit euren Truppen auf die Infanterie der Geschmiedeten. Die Berittenen von Marschall Iranko werden sich um ihre Scharfschützen kümmern. Marschall Ikolo? Wurmmarschall, wo ist eure Einheit? Dort an der Front. Unsere Zahl ist gesunken, da meine Würmer dem Wohl der Allgemeinheit geopfert wurden. Aber ein einziger gut ausgebildeter Junundu kann mehr Schaden verursachen als 100 von Oguns wertlosen, würmerfressenden Muschkoten. Dann ist die Elite der Geschmiedeten euer Ziel. Ihr haltet sie uns so gut es geht vom Leib. Archon! Auf den Kamm sind Speer der Geschmiedeten! Erweckte, geht auf eure Positionen! Lasst Balthasar in Jokos Namen ein Willkommen zukommen, das der Wüste würdig ist! Marschälle, ihr habt eure Befehle! Los! Okay. Oh Gott. Bekämpft und dezimiert die Armee der Geschmiedeten. Okay, da unten ist die Armee. Okay. Wir gehen mal kurz hier auf Unterstützungskampf. Mich bringt nichts zu Fall. Wow, habt ihr das gesehen? Ridlocks Schwert ist ja mal der Wahnsinn. Oh mein Gott. Und wir dürfen auf jeden Fall nicht sterben. Das zählt nämlich zu dem einen Erfolg. Ah, das ist schon cool. Also, Hut ab. Oh, wir haben noch was hinzubekommen. Okay, irgendwas mit 14 bis 15 Minuten. Nicht genug Energie. Oh, der hat mich mal weggeschubst. Okay, den haben wir auch. Gehen wir mal wieder zu den anderen. Wir machen mal die 5. Wow! Oh mein Gott! Balthasars Monster. Welches? Wo? Ich weiß nicht. Ist das die Kriegsbestie? Oh, zurück. Okay, sonst fliegen wir raus. Also irgendwas war erreicht, die Kriegsbestie in irgendwie so 15 Minuten. Warte, ich sehe nichts, wenn du mir im Weg rumläufst, Schätzelein. Uah, geh mal weg. Los. Oh mein Gott. Was ein Gemetzel. Ist das die Kriegsbestie? Die Kriegsbestie hat das Tor durchbrochen. Ja. Und damit auch die Nachkommen. Balthasar befiehlt. Und niemand folgt. Wir sind unterwegs. Aus dem Weg. Okay. Feuer. Seid ihr zu Diensten. Oh Gott. Oh, ich hoffe, wir kriegen das hin. Haltet hier die Stellung. Das hatten wir. Ja.
für Toko! Wir holen uns mal Unterstützung. Bin gleich wieder in Ordnung. Gleich. Ach hier, das sind diese Pylone. Stimmt, die müssen wir kaputt machen. Und da ist auch ein Pylon. Ausruhen. Also ich glaube, das kriegen wir nicht hin, die Pylone vor der Kriegsbestie kaputt zu machen. Das wäre schon krass. Okay. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier rein. Da ist ein Schweberochen. Treibsand. Okay. Kommandeur! Ja? Nicht jetzt, Taimi. Im Drachenlab recherchiere trotzdem... Ich kann nicht verstehen, was ihr sagt. Sadisi sagte Gleichgewicht. Altbrachen. Taimi? Taimi? Oh Gott, oh Gott. Wow. Shit. Okay, den ersten haben wir schon verloren, leider. Okay. Ich höre Kalkatorik die ganze Zeit. Da ist so ein Pylon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird so spannend, ob wir das hinkriegen. Das kommt mir bekannt vor. Machen wir die mal. Okay. Okay, hier ist noch so ein Pylon. Da in der Mitte ist was. Ich würde versuchen, erstmal alle kaputt zu machen. Veteran geschmiedeter Monteur, okay. Wir haben hier noch so ein Ding. Den haben wir auch. Aufgeladen. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 oh Gott, wir haben irgendwas schon soweit fertig. Verfolgt die Kriegsbestie. Müssen wir jetzt hier entlang? Glaub schon, oder? Zu Fuß komme ich da nie hinüber. Raptor. Und jetzt hier rechts, okay. Ja. Die erhaben die Götter. Was ist da gerade geschehen? Warum wurde es still? Taimi? Seid ihr noch da? Ah, dahin oder was? Uah! Oh mein Gott, okay, das war knapp. Das war wirklich knapp. Was
müssen wir weiter hier hoch, ja, ne? Los da hoch jetzt. Was ein Glück, kann der Raptor so weit springen. So, und jetzt hier rechts hoch, okay. Das ist so lange her, ich kann mich da 0,0 dran erinnern. Wow, okay. Shit. Oh mein Gott, okay. Jetzt sind wir vom Tier runtergeholt worden. Ich glaube... ich muss hier rüber. Wow, okay. Da ist zumindest wieder so ein Pylon. Und niemand folgt. Ich weiß. Machen wir das Ding auch mal kaputt hier. Das war ein Knaller. Okay, den haben wir auch. Okay. Das ist schon Wahnsinn, dass wir hier so viel Action drin haben. Mega, also... und bisher habe ich nicht so große Probleme mit meinem Ele. Okay. Boah, mein Leben. Oh mein Gott. Okay. Shit. Mist. Okay. Den einen haben wir scheinbar verloren. Bisher hat, glaube ich, ein Feuerelementar von mir überlebt. Ich glaube, deshalb habe ich so Glück. Oh, ich habe noch den Punkt. Okay. Okay, da vorne haben wir Hasen stehen. Ich glaube, wir müssen dann als nächstes mit den Hasis durch die Gegend hoppeln. Was? Oh nein. Okay, da unten ist ein Pylon. Zwei Minuten. Ich glaube, das schaffe ich nicht in der Zeit. Das schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, ich renne einfach weiter und gehe zum nächsten Pylon. Lauf. Los. Gibt nur eine Möglichkeit, diese Mauern hochzukommen. Springen. Okay, wissen wir, mit dem Springer müssen wir unterwegs sein. Jetzt sagt schon, jetzt fliege ich von der Plattform runter. Okay, das haben wir auch. Okay, weiter geht's. Mit dem Springer, ja, da muss ich aus dem Kampf kommen. Den noch, dann sollte ich aus dem Kampf kommen. So Wahnsinn, ich höre die ganze Zeit, ich denke ihr auch, Kalkotori die ganze Zeit rumschreien. So. Da haben wir noch so einen Pylonen. Oha!
überflutet. Mist. Okay, den einen haben wir jetzt leider verloren. Ich denke, das war der mit der Zeit. Okay, den haben wir auch. Weiter geht's. Oh Gott, oh Gott. Ich komme dezent ins Schwitzen. Aber die bekämpfen sich auch gegenseitig. Das finde ich so interessant. Hier hoch dann. Ja, das ist geil. Ich komme überhaupt nicht aus dem Kampf raus. Weil hier überall Viechchen sind. Ja, klar. Was macht denn der für einen Angriff? Jetzt bin ich auf dem Hasen gekommen. Oh mein Gott. So, jetzt machen wir uns unsichtbar. Zum Glück habe ich das. Dass wir hier auch hochkommen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was eine Geburt. Okay, der war schon kaputt. Wow. Okay. Wir müssen jetzt hier weiter hoch. Na, lauf, lauf. Oh Gott, was ist denn das für ein Ding? Oh, da ist er. Oh Gott. Was passiert jetzt? Okay. Ah, da ist Kalkatorik. Schaut da. Unmöglich. Ich habe euch den Chaos gemacht. Ich bin hier, um Aurin von diesem Ding zu befreien. Oh Gott, wie das aussieht. Ihr habt Grins Abwesenheit genutzt, um dem Reich der Verlorenen zu entfliehen. Wahnsinn. Aber eure Wiederbelebung ist vorbei. Ah, das haben wir geschafft. Ja, cool. Wenigstens etwas. Lauf nicht mehr weg, Balthasar. Okay, was ist das? Oh mein Gott. Aufgeladen. Okay. Oh nein. Was ist erforderlich, um dieses Ding zu erledigen? Hier diese Pylone bestimmt, ne? Pylon 1. Macht gibt mir recht. Während meine Kriegsbestie eine weitere Salve lädt, kann ich euch meine gesamte Aufmerksamkeit widmen. Ja. Verteidigt euch, Insekt. Oh. Ich bin kein Insekt. Oh. Wer ist das? Okay, das war sehr gut. Danke, dass du mich weggeführt hast. So, kann ich das Ding jetzt weiter angreifen? Die Luft ist mein Element. Oh, jetzt hat er mich platt gemacht. Aufgeladen. Da ist das Teil wieder. Ah, guck mal, das macht Kalkatorik jetzt wieder. Okay, wir müssen zu dem anderen Teil da. Da ist das Ding wieder. Zurück. Ja. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Ich auch nicht. Durch. Ja, ich weiß, ich hör's.
Können wir das Ding jetzt... Oh, guck mal, es sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Nicht genug Energie. Uah. Da ist schon wieder so ein Teil. Oh mein Gott, was ist das denn? Hallo, hallo, zurück. Oh, toll. Ah, jetzt bin ich so ein Kristall geworden. Haben wir einen Pylon? Mich bringt nichts zu Fall. Ach, dieser Schmerz. Überflutet. Nee, Aurene. Doch, Aurene ist da tatsächlich drinne. Wir müssen runter dem weg, nicht dass er mich wieder platt macht. Sehr gut. Okay, das habe ich gesehen. Fünf, vier, zwei. Das ist die große Frage. Okay, das Ding ist zusammen. Oh mein Gott, okay. Eure Maschine ist besiegt. Ihr seid gescheitert. Eure Freude verwirrt mich. Glaubt ihr, etwa es wäre vorbei? Nee. Ich habe immer noch die Nachkommen. Der Tag ist so gut wie tot. Oh, Rini, Baby. Zwischen mich und mein Schicksal stellen. Huh. Okay. Ha, der Kommandeur der Gilde Drachenwacht. Wow. Steht jetzt also allein. Dem Gott des Krieges gegenüber. Und verfügt über nichts als ein Schwert. Erst Verteidigung, dann Angriff. Und den törichten Glauben, dass ihr... Es wird Zeit, die Sache hier zu beenden. Karl Katorix Magie wird mir... Aurini, Baby! Freut mich, dass du heil bist. So soll es auch bleiben. Bleib dicht bei mir. Greifen wir gemeinsam an. Okay. Und wie... Irgendwas lädt. Hä? Okay. Okay, das war jetzt leider nix. Baby Aurini. Freut mich, dass du heil bist. Ja. So soll es auch bleiben. Bleib dicht bei mir. Greifen wir gemeinsam an. Ah, guckt mal. Ah, okay, ich muss gegenüber von Aurene. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Und da sind so Kugeln. Kann ich die einsammeln? Den kann ich einsammeln. Und das auch. Oh mein Gott. Die Blitzis kann ich auch machen für die Kleinen. Komm mal wieder auf die Plattform, du Idiot. Aufgeladen. Ey! Geh da raus. Da sind die Kugeln. Kugel. Aufgeladen. Noch eine Kugel. Nicht genug Energie. Noch eine Kugel. Weil wir nicht wollen. Weil wir dir diesmal ein bisschen ehrenwürdiger sind. Wie heißt es, wenn man dem Kampf ein bisschen besser gewappnet ist? Haben wir noch eine Kugel? Nein, ne? Baby Aurene, Baby. Gabel der Nachkommen habe ich hier gekriegt. Aurene hat euch geschenkt eine kleine Menge
Ey. Aber halbtot funktioniert. Träumt weiter. Eher sterbe ich, als dass ich es zulasse, dass ihr ihr wieder Schmerzen zufügt. Okay. Oh, Rainy Baby hat ein Schutzschild. Okay. Ich vermute mal stark, dass ich da jetzt rein muss. Und dass sie mich schützt. So, ich sammle die Magie wieder. Wow, mein Gott. Die da. Das nochmal. Oh, Rainy Baby. Wir schaffen das. Ja, hallo, du sollst die Balthasar angreifen. Nett hier durch die Gegend wuseln. Ey! Da ist noch so ein Ding. Da ist so ein Ding. Jetzt hat er mich umgehauen. Arini, ich komm zu dir, warte. Okay. Stein und Bein. Ich kann das nicht zulassen. Was denn, was nicht zulassen? Machen wir hier die Fischens kaputt. Ich bin da, Aurini. Lass mich das noch schnell holen. Scheiße. Was ist das hier? Kaputt machen. Zack, das wiederholen. Drachenstumpf. Du entwickelst dich zu einer regelrechten Plage. Ja. Der Gott des Krieges zieht es vor, gegen kleine Kinder zu kämpfen. Der Gott des Krieges zieht es vor, zu befinden. Aurini befreit. Okay, warte. Und hierhin. Okay. Bumm! Die Luft ist mein Element. Das Ding kaputt machen. Oh mein Gott, okay. Oh. Ich brauche noch einen Augenblick. Ihr als ja. Drachentöterin behauptet jetzt, ihr Champion zu sein? Ja. Ich kann das, was ich getan habe, wieder in Ordnung bringen. Aber nur dann, wenn Kalkatorik am Leben bleibt. Nein. Ich das Sammeln. Enden, was ihr begonnen habt. Arini, Baby. Oh Gott. Sammeln. Ich glaube, ich krieg dadurch Leben und Barriere, habe ich den Eindruck, oder? Ihr könnt nicht siegen. Die Götter haben diese Welt im Stich gelassen. Euch im Stich gelassen. Ah. Nein, sie haben euch im Stich gelassen. Ihr dachtet, ich sei besiegt. Mann, das gibt's echt nicht. Sterbt endlich, ihr blöden Viechens, ey. Ich bin das Feuer. Was seid ihr? Das Wasser. Das Wasser, das ist, das dich dann löscht. What?
Aurini, was machst du? Was denn? Oh! Mein Gott, okay. Okay! Raste nicht aus! Das müssen wir kaputt machen. Aurini, warte! Haben wir es geschafft? Oh mein Gott! Okay. Wow. Uff. Okay. Okay. Oh mein Gott. Was eine Folge. Wo ist sie denn? Aurin! Aurin, was passiert mit dir? Aurin, nein! Nein, 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 nein. Aurin! Was? Baby, bleib hier. Bleib hier. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mal. Achso, ich darf die dich verlassen. Schade. Wo ist Aurin? Ich sehe sie nicht. Okay. Kalkatorik ist weg. Balthasar ist tot. Das Käse kann er wird lock. Alles in Ordnung. Wo ist Balthasar? Tot. Tot. Balthasar wollte einen Altdrachen töten und wir haben es verhindert. Die Welt ist in Sicherheit. Wo ist Aurin? Zumindest für den Moment. Geht es Aurin gut? Sie rettete mir das Leben, aber dann rannte sie davon. Ich glaube, wenn wir hier bleiben, sind wir nicht sicher. Treffen wir uns doch in Amnun und sprechen wir dort darüber, was wir als nächstes tun werden. Wir sehen uns in Amnun. Gott, mein Schädel. Der explodiert gleich. Oh mein Gott, was eine Folge. Was eine Folge. Wir haben Balthasar besiegt. Wir haben ihn tatsächlich besiegt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Immer noch nicht. Nee. Geht nicht in meinen Kopf rein. Es hat echt geklappt. Oh mein Gott. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ich glaube, für die heutige Folge, auch wenn wir jetzt hier nochmal, ich habe ja nach Food nachgeschmissen, 45 Minuten, wahrscheinlich ein bisschen kürzer, wenn ich es ein bisschen runterschneide. Aber ich denke, für die aktuelle Folge haben wir Input genügend. Ich muss damit jetzt erstmal so ein bisschen klarkommen, muss ich gestehen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Ich bin zwar hin und wieder hingefallen, aber gut. Wir haben es trotzdem geschafft. Ich will eigentlich nur zum Abschied winken. Ich hoffe, der Part hat dir soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo, ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Ich muss das jetzt erstmal so ein bisschen verarbeiten. Werde wahrscheinlich im Anschluss jetzt erstmal die Ödland erkunden. Aber man merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen überfordert. So ganz dezent, dass das jetzt doch so geklappt hat und dass wir es echt jetzt geschafft haben. Balthasar, ja, zu besiegen und Kalkatorik in dem Sinne das Leben zu retten. Mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Aurin, was da jetzt weitergeht, wie das weitergeht mit ihr. Ich hoffe, du bleibst dran. Dann sehen wir uns auf jeden Fall Montag wieder. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mit sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.